Review-Zeit, Ladies and Gentlemen. Willkommen zu meiner dritten Pacific Rim Figuren-Review von NECA Toys. Wie ich schon angekündigt habe, kommt heute für euch der nächste Jäger. Und zwar der Hauptprotagonist in dem Film Pacific Rim. Wir reden hier von Gypsy Danger und diesmal in der Battle-Damaged-Version. Das heißt, er ist ein bisschen gerepainted, er sieht ein bisschen dreckiger, ein bisschen Kampfspuren sind mehr dran aus. Und seine Schwerter sind dabei, wie ihr schon hier an der Verpackung sehen könnt. Links und rechts. Ich habe die normale Version von Gypsy Danger nicht und war auch schwer ranzukommen. Also dachte ich mir, mein Gott, die Battle Damage Version sieht eigentlich sowieso viel cooler aus. Ja, und deswegen habe ich mich dazu entschieden, mir die Battle Damage Version zu kaufen. Ja. Ihr seht hier schon, er sitzt hier in seiner Bubble drin, in seiner Verpackung. Wirklich cool. Hier unten habt ihr Jäger Gypsy Danger. Da drauf ein cooles Artwork. Da seht ihr Gypsy mit seinen Schwertern in Angriffspose. Weiter oben habt ihr nochmal Pacific Rim Jäger Gypsys Abschüsse. Könnt ihr hier auch sehen. Wirklich cool gemacht. Und ja, wir turnen mal das Ganze. Schauen uns mal kurz an, was auf der Rückseite abgeht. Da ist nochmal ein richtig cooles Bild der Figur selbst drauf. Pacific Rim Jäger Mark III, also Gypsy Danger gehört zur dritten Generation. Wirklich cool. Im Film ist es der einzige aktive Jäger, der noch einen Nuklearkern hat. Ja, und wirklich eigentlich mein Lieblingsjäger, muss ich sagen. Hier unten seht ihr nochmal Gypsy Danger Knifehead, die Review habt ihr schon. Und Crimson Typhoon, die Review kommt gleich auch noch. Also der liegt hier auch schon rum, die sind beide heute im Doppelpack gekommen. Und ja, ich freue mich drauf. Ja, ich würde sagen, wir werden den guten Gypsy jetzt mal auspacken und schauen uns mal die ganzen Details genauer an. Und ich bin selber gespannt und mache dann auch noch gleich wieder einen Vergleich zusammen mit Striker Eureka und Knifehead und ja, mal kurz auspacken das Ganze. So, hier habe ich Gypsy Danger aus seiner Verpackung befreit und so mein Ersteindruck ist natürlich wieder echt begeistert. Ich muss sagen, mir gefällt der Style richtig gut, mir gefällt der Paint Job richtig gut. Sieht wirklich sehr dreckig aus, schon wirklich sehr gebraucht, also extreme Kampfspuren, Schmauchspuren dran zu sehen. Ihr seht hier die Beschriftung zum Beispiel sehr zerkratzt, schon sehr abgenutzt. Was mir so ein bisschen fehlt, was ich aber Gypsy Danger cool fand, ist das Zeichen von Gypsy Danger selbst. Ihr müsst euch mal den Film angucken. Er hatte, glaube ich, hier so eine kleine Zeichnung drauf von einer richtig süßen kleinen Frau. Und das ist leider hier gar nicht drauf, das fehlt mir so ein bisschen. Aber ansonsten muss ich sagen, gefällt er mir richtig gut und er sieht wirklich seinem Movie-Pendant richtig ähnlich, muss ich sagen. Ich habe das mal hier im Hintergrund für euch. Da ist ein großes Bild von Gypsy aus dem Film, wie er in seinem Hangar steht im Shatter Dome. Also wirklich cool. Ja, was kann ich euch alles zeigen? Eher gesagt, was kann ich euch erzählen? Ich habe gerade mal kurz versucht, Gypsy ein bisschen zu bewegen. Der Kopf lässt sich fast gar nicht bewegen. Der ist so starr, auf so einem starren Gelenk. Weiß ich nicht, da würde ich vorsichtig sein. Es kann sein, dass er äußerst abbricht, also das muss nicht sein. Und ja, ansonsten Beweglichkeit ist leider auch etwas sehr eingeschränkt, dadurch, dass er halt auch diese dicken Schulterpolster hier hat. Die Arme gehen gut vorne, nach vorne und nach hinten. Und ja, also die Standardbeweglichkeit ist da und mir persönlich reicht es natürlich, weil ihr wisst ja, kein Fan von großen Gelenken und die Figuren werden auch nicht großartig jetzt gepostet irgendwie. Die stehen dann halt oben im Regal und sehen einfach cool aus und so gefällt mir das auch. Und ja, ihr habt zwei kleine Accessories bei der Battle Damaged Version dabei und zwar seine Schwerter. Die habe ich jetzt Gypsy schon mal hier an die Hände, an die Arme rangepackt. Müsst ihr einfach ranstecken. Geht ganz simpel eigentlich. Ihr müsst aufpassen, dass ihr die Hände so ein bisschen bewegt, dass ihr hier mit reinkommt. Das wird hier hinten reingepackt und dann ist es super eigentlich und sieht fett aus. Und ich muss sagen, es hält sogar richtig gut. Ich habe ein paar Reviews gesehen. Da wird sich ein bisschen beschwert, dass die Schwerter nicht wirklich dran sitzen bleiben, dass sie rausfallen. Also bei mir auf keinen Fall. Die sitzen Bombe, also da echt keine Schwierigkeit, sieht wirklich cool aus, sind relativ flexibel sogar, also
da kann nichts brechen. Ihr seht das hier, ich kann das biegen, alles gut. Ja, und ich muss sagen, gefällt mir. So der Paintjob auch an diesen Schwertern. Ja, ist gut gemacht. Ich guck mal, ob ich es reinkriege für euch. Das Silber ist auf jeden Fall sehr genial gemacht. Auch so ein bisschen gritty, so ein bisschen abgenutzt schon, also nicht schlecht. Ja, ich bin echt froh, dass ich Gypsy jetzt hier habe, weil Gypsy ist halt die Hauptfigur aus Pacific Rim, der Hauptjäger. Wirklich genial. Ich gehe jetzt hier mal so ein bisschen in die Details. Das sieht wirklich richtig fett aus, muss ich sagen. Also ich muss da mal wieder meinen Respekt an Necker aussprechen. Ihr habt da wirklich wieder einen coolen Job gemacht. Auch hier vorne die Turbine. Sieht echt nicht schlecht aus. Drehen wir Gypsy mal. Wirklich cool. Ich versuche das Ganze mal ein bisschen ins Licht zu bringen. Da ist die Turbine. Auch wirklich coole Details. Die Turbine ist so groß wie mein, kleiner als mein Daumen, wie ihr seht. Also nicht schlecht, nicht schlecht. Wirklich super. Gehen wir mal ein bisschen tiefer. Ihr habt hier wirklich überall die ganzen Markierungen und Bezeichnungen drauf, die auch wirklich aus dem Film sind. Also ihr könnt das ruhig mal vergleichen. Da sehe ich gerade übrigens was. Hier auf der Brust müsste das Zeichen sein. Im Hintergrund habe ich halt dieses Wallpaper. Und schaut mal im Hintergrund. Da ist das Zeichen von der Gypsy. Ich denke mal, danach wurde der Jäger gebaut. Also das ist die Gypsy. Und die Gypsy ist hier auf der Figur leider nicht drauf. Aber ich denke mal, bei der Größe wäre das auch fast schon unmöglich gewesen. Das ist dann nur so ein kleiner Fleck. Also sie müsste hier irgendwo drauf sein. Ist sie leider nicht. Aber nun gut, da muss ich mit leben. Ja, gehen wir mal ein bisschen tiefer. Ihr seht hier auch die Details in den Gelenken. Gefallen mir sehr gut, sehr metallisch. Coole Paint Applications auf jeden Fall drauf. Jetzt wird es gerade ein bisschen dunkel. Schwupp, komm. Ja, wir gehen mal zu den Füßen. Perfekt. Auch hier seht ihr Schmauchspuren. So ein bisschen das Metall ist abgescratcht. Also wirklich super. Mir gefällt diese Battle Damage Version definitiv besser als der First Release von Gypsy, weil ich habe den First Release mir mal im Comicladen angeschaut. Und sehr helles Blau auf jeden Fall, aber irgendwie nicht großartig mit coolen Highlights. Und ich finde dieses Verwaschene, dieses Verschmierte, das gefällt mir besser. Das hat wirklich was. Wirklich diese ganzen Kratzer und Spuren hier dran, das haben die gut gemacht. Also da ist ein cooler Paintjob auf jeden Fall dran. Und gehen wir mal ein bisschen auf die Rückseite. Komischerweise will Gypsy jetzt gerade nicht stehen. Vorführeffekt. Komm Gypsy. Ja, ich habe komischerweise bei Gypsy ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Stehen der Figur selbst. Ich lehne ihn jetzt mal an den Screen an. Ich hoffe, das wird der Screen überleben. So, wir gehen einfach mal zum Rücken. Hier sind wirklich fette Details am Start. Ihr seht hier richtig wie so eine Wirbelsäule hier drunter. Das sieht echt gut aus. Dann hier, ich nenne es jetzt mal den Auspuff, den Ausstoß. Auch richtig geil. Und nach wie vor schaut euch die Bemalung an. Wirklich sehr gritty, wirklich sehr dreckig schon. Also wirklich gut im Kampf gewesen, der gute Gypsy Danger. Auch hier nochmal coole Details. Jo, jetzt wird es leider für euch ein bisschen zu dunkel. Ah, okay. Da strahlt mich im Hintergrund auf dem Desktop der Reaktor an. Ja. Also wie ihr seht, definitiv fett. Auch hier die Details, seht euch das an. Hier sind auch nochmal diese, ja, ich nenne es Auspüffe. Wirklich cool, hat was. Auch die Details hier an dem Bein. Für die Größe, wie gesagt, Finger ist hier. Congrats, Necker, ihr habt da wirklich was Cooles gemacht. Also ich kann diese Figur definitiv empfehlen als Kauf. Ist wirklich super geil geworden, also ganz ehrlich. Die Pacific Rim Figuren, die haben was. Wenn er nur stehen würde, so. Ich habe gut, der Untergrund ist ein kleiner Karton. Wo ich ihn draufstehen habe, also passt schon. Ja, da ist er. Läuft. Im Hintergrund das Filmoriginal. Man könnte natürlich jetzt ein bisschen Nitpicking machen und sagen, Mensch, hier der Visor, hier was hier ist, diese Struktur, könnten die das nicht noch ein bisschen reinbringen, aber Gott, bei der Größe bin ich schon froh, dass es wirklich gelb ist. Seht euch das an, wie sollen die das machen, das geht gar nicht.
wirklich fett. Also wirklich gefällt mir sehr. Auch hier, dass diese Lufteinlässe, die dann später im Endkampf, als sie unter Wasser gegangen sind, wurden die geschlossen. Also auch hier sind die Details vorhanden. Wirklich richtig genial gemacht. Also ich kann mich nicht beschweren, dass Gypsy Danger, die Battle Damage Version, schlecht aussieht. Die sieht richtig cool aus. Und ja, ich bin froh, dass ich ihn in meiner Sammlung habe. Ihr wisst ja, ich stehe auf Details. Das heißt, ich filme gerne mal einfach von nahen und gehe einfach noch mal ein bisschen runter mit Kamerafahrt, damit ihr wirklich mal einen Eindruck habt. Viele Reviewer, die ziehen ihre Review durch, drehen Gypsy ein bisschen und das war's, aber gehen nicht wirklich in die Details. Ich möchte euch das schon, wenn dann, wirklich im coolen Detail zeigen und seht euch das an. Auch die Details in der Hand. Die Hand sitzen, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, auf einem Balljoint. Ihr könnt die zumindest relativ gut drehen, das läuft alles. Allerdings, die Hand selbst bleibt in dieser starren Faustform. Da gibt es keine beweglichen Finger oder alternative Hände. Das denke ich mal, brauche auch nicht. Das ist so schon cool. Ich sehe gerade hier, selbst diese Auslässe sind hier. Kriege ich das irgendwie gedreht? Leider kriege ich den Arm nicht gedreht. In der einen Szene, wo sie gegen das eine Kaiju kämpfen, lassen sie ja diese Kühlflüssigkeit ab. Und ja, ihr könnt es leider nicht erkennen, aber auch hier sind die Details vorhanden. Hier sind diese Auslässe, doch ein bisschen könnt ihr das sehen, wo die Kühlflüssigkeit ausgegeben wird. Und selbst das ist da und das sieht wirklich gut aus. Also wie gesagt, vom Paint Job her, tausendmal besser, würde ich jetzt mal fast sagen, als Striker Eureka. Weil Striker, ja, der hat zwar auch seine kleinen Schmauchspuren und alles dran, aber Gypsy, der ist da schon um einiges cooler, muss ich sagen. Echt fett. Ich kann das mal eben zum Vergleich machen. Ich hole mal Striker dazu, dann haben wir auch gleich mal einen Größenvergleich. Weil soweit ich das weiß, ist Gypsy natürlich größer als Striker. Schawupp. Da ist jetzt Striker Eureka auf der linken Seite. Und ja, ich muss sagen, cool. Also beide hier so zusammen. Schaut euch das an. Das ist mal Pacific Rim at its best. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Ja, was haltet ihr davon? Werdet ihr euch die Battle Damaged Version von Gypsy Danger holen? Also ich persönlich würde sagen, macht es. Habt ihr jetzt den ersten Release von Gypsy verpasst? Die Standardversion? Dann würde ich sagen, kauft euch definitiv die Battle Damaged. Weil ihr habt dann vor allem auch noch die Schwerter bei. Und die Schwerter fand ich im Film absolut fett. Das war so ein Teil von Gypsy, der gehört einfach dazu. Und ich meine, im First Release waren die Schwerter gar nicht vorhanden. Und ja, wie gesagt, Kaufempfehlung von mir. Ich werde mir jetzt Crimson Typhoon noch angucken und den für euch reviewen. Da freue ich mich auch drauf. Dann gibt es nämlich so eine schöne Dreier-Comparison. Obwohl, wartet mal kurz. Ich hatte doch noch Knifehead. Knifehead, Ladies and Gentlemen, noch kurz dazu gepackt. Wenn jetzt hier nicht alles wieder umfällt. Komm, Knifey, hinstellen. So, das sind jetzt meine vorläufigen drei Pacific Rim-Figuren. Rechts Knifehead. Und jetzt verstehe ich so langsam, warum es von Knifehead bald eine zweite Version gibt. Weil er wirkt dann doch gegen Gypsy echt klein. Und im Film war Knifehead wirklich... Der war größer auf jeden Fall. Also der war, lass mich lügen, vielleicht sogar ein Kopf größer als Gypsy Danger. Und hier, Knifehead müsste ein bisschen wachsen. Erinnert mich gerade so an meine Turtles Reviews, wo ich da mal hier Leatherhead hatte. Und Dog Pound, die war natürlich auch für ihren Maßstab zu klein. Aber hier geht es noch. Also ihr müsst jetzt nicht zwanghaft auf die neue Version warten, wenn ihr schon den hier habt. Obwohl, angucken werde ich mir wahrscheinlich schon. Weil die Details sind einfach cool. Und das hier, wow, das sieht geil aus. Wirklich super. Also ja, wie gesagt, Kaufempfehlung von mir. Ich habe Gypsy Danger bei Actionfiguren 24 gekauft. Nochmal ein großes Dankeschön an den Laden. Nach wie vor super, die Lieferung lief super schnell. Ich habe per PayPal überwiesen, war sofort das Geld drauf und ich glaube innerhalb von 2 Tagen wurde mir das hier zugeschickt. Und ja, ein Danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Review. Das wird dann Crimson Typhoon sein. Ich werde das Ganze wahrscheinlich wieder im Doppelpack hochladen. Also stay tuned und wir sehen uns und macht's gut und bis denne dann.